Hallo, ich bin Andrea von Kleider für Julia und heute wollte ich euch zeigen meine 5 Lieblingsoberteile, wovon es schon Videos auf meinem YouTube-Kanal gibt. Ich habe schon so was Ähnliches gemacht mit Röcke, weil es ist so, dass viele von euch sind inzwischen gekommen. Vielleicht kennt ihr nicht alle Teile, die ich hier schon auf meinem YouTube-Kanal gezeigt habe. Und deswegen dachte ich mir, ich werde euch meine 5 Lieblingsoberteile nochmal zeigen. Ihr wisst dann schon, von all diesen Teilen gibt es Nähanleitungen auf meinem YouTube-Kanal und alle Links werde ich dann drunter in der Infobox schreiben. Das ist eine sehr persönliche Auswahl. Das sind wirklich meine persönlichen 5 Lieblingsoberteile. Ich habe viel mehr Oberteile. Viele sind für euch vielleicht viel interessanter, wie der Blazer, das T-Shirt, der Body. Deswegen lade ich euch sowieso ein, auf den Playlist zu gucken, in dem ich alle Oberteile gespeichert habe. Der Link steht auch unter. Aber dann meine Auswahl. Was gibt's hier? Also der erste Stück ist diese Jacke. Ich habe es damals meine Frühlingsjacke genannt. Das musste wirklich das erste Stück sein, das ich euch zeige, weil das ist mein meistgenähter Schnittmuster. So, diese Jacke habe ich schon in 4 Varianten gemacht und es ist mein absoluter Rekord. Von keiner anderen, so kein anderer Schnittmuster habe ich so oft genäht wie die hier. Warum finde ich es so toll? Weil es so vielseitig ist. Ich finde, es ist ein sehr so praktisches Schnittmuster. Es ist sehr bequem am Körper. Es hat Taschen. Und obwohl es schon in 4 Varianten gibt, eins ist sogar auf Webware und schaut gleich ganz anders aus, allein weil es aus Webware ist. Die hier ist immer noch meine Lieblingsvariante. Es ist echt witzig, weil egal was ich anziehe, wenn ich diese Jacke drüber anziehe, fühle ich mich immer super schön. Also es ist echt krass, wie wohl ich mich damit fühle. Und auch für euch finde ich, dass es vielleicht ein interessantes Projekt ist. Deswegen wollte ich euch diese Jacke nochmal zeigen und euch erinnern, dass davon schon ein Video auf meinem YouTube-Kanal gibt. Dann das zweite Teil, das ich hier ausgesucht habe, ist dieser Wickel-Sweatshirt. Warum? So, die Gründe sind lustige weiter schon ähnlich mit der Jacke. Ich finde das, was dieses Sweatshirt so toll macht, ist, dass sie irgendwie so sportlich ist und so einen so coolen sportlichen Eindruck macht, aber gleichzeitig irgendwie sehr schick immer ausschaut, finde ich. Also ich finde, es ist wirklich ein sehr schönes Schnittmuster. Und es ist ein Teil, das, obwohl es für mich fast so selbstverständlich ist, weil ich so gerne Wickelteile mag, ich habe sowas noch nicht wirklich gesehen. So, vielleicht gibt es schon, aber es ist zumindest nicht ein Teil, das ich oft gesehen habe. Das auf jeden Fall so. Und was dazu auch ganz toll ist, ist, dass es ein wirklich einfaches Projekt ist. Auch sehr schnell zu nähen. Einfach und auch schnell zu nähen. Es ist eigentlich ein sehr praktisches Teil. Davon habe ich nur noch eins, aber es ist ein Teil, das ich bestimmt nochmal wiederholen werde. Ich habe sogar schon ein paar Stoffe dafür gedacht, aber jetzt werde ich es vielleicht eh im Winter machen. Dieses Sweatshirt ist dann einer meiner Lieblingsteile und auf jeden Fall mein Lieblings-Sweatshirt und deswegen möchte ich euch das heute nochmal zeigen. Und nochmal erinnern, dass es davon ein Video gibt. Danach fangen wir mit den Blusen an und das erste, das ich euch zeigen muss, ist die hier. Das ist so meine Bluse mit Passe. Davon habe ich auch schon 2. Ich kenne sogar schon die 2, weil alleine für das Video, in dem ich die Nähanleitung gemacht habe, musste ich eine zweite nähen, weil ich einige Videos von der ersten Bluse, die diese war, verloren habe. Deswegen muss ich eine zweite Bluse machen, damit ich das Video fertig machen könnte. Und gut, dass ich es gemacht habe, weil ich mag der zweite Variant fast noch besser als die hier, obwohl ich die hier auch sehr, sehr gerne mag. Was finde ich hier so cool? Mir gefällt es wirklich sehr gut, dass es ein sehr lässiges Stück ist. Es spannt nirgends, es ist sehr leicht zu tragen. Ich habe beide aus Viskose gemacht. Aber obwohl so lässig, ich finde, dass beide auch sehr schick ausschauen, wenn ich eine Rock oder eine schöne Anzugshose dazu trage, dazu kombiniere. So mit beiden fühle ich mich sehr wohl in meiner Arbeit, aber auch in meiner Freizeit. Also 2 habe ich dann schon von dieser Schnittmuster genäht und eine dritte liegt gerade auf meinem Schneidertisch. So, das wird mein nächstes Kleidungsstück. Es wird tatsächlich eine dritte Variante von dieser Bluse, weil ich sie wirklich einfach so perfekt für den Sommer finde. Diese Variante wird aber aus Leinen sein. Schauen wir mal, wie es wird. Aber dann, ihr wisst schon, davon gibt es auch ein Video. Danach kommt dann meine Kimono-Bluse. Das ist auch ein Teil aus Viskose. Es ist ein toller Einsteigerprojekt, weil es so einfach ist, aber auch sehr schnell zu nähen
Und was ich auch ganz witzig an dieser Bluse finde, ist, dass sie ist offensichtlich nicht nur einer meiner Lieblingsteile, aber auch einer von eurer Lieblingsteile, weil ich schon so viele schöne Varianten gesehen habe von euch, dass ihr schon gemacht habt. Also wenn ich mich an den Bildern, die ich schon gesehen habe, orientiert, ich würde sagen, das ist das meiste nachgenähte Kleidungsstück auf meinem YouTube-Kanal. Und das freut mich sehr. Nicht nur von euch ist das ein Lieblingsteil, auch von mir. Auch davon gibt es schon eine zweite Variante und sehr wahrscheinlich werden mehr folgen. Auch ganz toll, braucht ganz wenig Stoff. So, auch diese Bluse wollte ich euch nochmal zeigen. Zum Schluss kommt das hier. Und ich muss euch sagen, dass diese vier Teile waren sehr einfach auszuwählen. So, das waren offensichtlich meine vier Lieblingsteile, die ich mit euch teilen wollte. Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich mich heute sehr oft wiederholt habe. Aber die Sache ist, ich finde die alle wirklich sehr vielseitig. Ich finde auch, dass alle in sehr viele unterschiedliche Körper gut ausschauen wurden. So, das sind für mich wirklich vier tolle Stücke. Für das fünfte Stück war für mich ein bisschen schwieriger, eine Entscheidung zu treffen, weil ich war schon ein bisschen so zwischen dieser Bluse, die ich euch gleich zeigen werde, aber auch mein T-Shirt oder mein Blazer. Das sind Teile, die ich auch sehr gerne mag, die ich sehr oft trage, die sehr vielseitig sind, aber ich möchte wirklich eine persönliche Entscheidung treffen. Ich wollte wirklich eine persönliche Auswahl präsentieren und deswegen musste ich diese Bluse zeigen, weil das ist immer noch eine meiner Lieblingsblusen. Wirklich so vom Aussehen. Das war eine der ersten Nähanleitungen auf meinem YouTube-Kanal und es ist immer noch heute eine meiner Lieblingsblusen. Ich liebe sie einfach. Ich habe mich immer ganz besonders gefühlt, wenn ich sie getragen habe. Gerade passt sie mir nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwann sie nochmal tragen kann. Wenn nicht, ich muss sie irgendwem schenken, weil sie ist wirklich zu schade, um einfach im Schrank zu bleiben. Aber ja, diese Bluse wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen, weil ich sie einfach so wunderschön finde und weil es auch davon eine Nähanleitung auf meinem YouTube-Kanal gibt. Und das war's schon. Das sind dann meine fünf Lieblingsoberteile, wovon es schon Videos gibt. So, wenn ihr vielleicht einige davon noch nicht gekannt habt, könnt ihr dann jetzt die Videos anschauen und ihr könnt einfach in dieser Playlist schauen. Vielleicht findet ihr da andere Oberteile, die für euch persönlich interessanter sind. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich bald.